Vom fränkischen Dorf nach Südostasien. Christian Schmidt ist seit einem Jahr protestantischer Seemannspfarrer in Singapur. Für seine Arbeit braucht er jetzt Bibeln in allen Sprachen und Zeitschriften, Hustensaft und Seife. Früher begleitete er die Menschen in seiner Bilderbuchpfarrgemeinde, wie er sagt, von der Taufe bis zur Bahre. Heute begleitet Christian Schmidt Seemänner durch die Weltwirtschaftskrise. Seine Gemeinde sind ungefähr 400 Seeleute. Viele von ihnen auf Containerschiffen, die arbeitslos und leer vor dem luxusverwöhnten Tigerstaat Singapur liegen. In der Straße von Malakka, der Hauptverkehrsader zwischen China und Europa. Die Globalisierung lief heiß, zu heiß. Jetzt gibt es zu wenige Aufträge für zu viele Schiffe. Kaltgestellt sind Hunderte von Frachtern wie die Kala Omaira. Viele Besitzer sind verschuldet und plötzlich untergetaucht. Is it allowed to come on board? Gerne darf Pfarrer Schmidt aufs Schiff. Solange die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind, dürfen die 16 Mann die Kala Omaira nicht verlassen. Einige an Bord sind seit Beginn der Krise ohne Lohn. Der Pfarrer ist ihre Brücke zur Welt und ihr menschlicher Rettungsanker, damit sie nicht durchdreht. Der Kapitän russisch-orthodox, die philippinische Mannschaft katholisch. Ökumene ist für den Seemannspfarrer kein Konzept, sondern Notwendigkeit. Die Seelen brauchen Sorge und Versorgung. Man stelle sich nur vor, wir hatten lange diese Opel-Diskussion in Deutschland. Opel würde zugeschlossen, alle Mitarbeiter müssten drinnen bleiben, die Telefonleitungen würden gekappt und auch die Versorgung mit Essen wäre nicht mehr gesichert. Und das ist ungefähr die Situation vieler Schiffe hier vor Ort. Sergei, a very special present for you. Ein ganz besonderes Geschenk für den Kapitän. Echter Bohnenkaffee. Was für eine Freude. Christian, this is so pleasure. Aufmerksamkeit für die auf See Verlassenen. Heute ist ein guter Tag. Heute konnte der Pfarrer von den Spenden an die deutsche Seemannsmission etwas kaufen, für das die Matrosen ein Königreich geben würden, wenn sie denn eines hätten. Internationale Telefonkarten. So können sie zumindest mit ihren weit entfernten Familien sprechen, für die das ausbleibende Geld noch größeres Leid bedeutet. Wir hoffen so sehr, dass das hier bald vorbei ist. Wir beten dafür. Aber manchmal reicht das auch nicht. Bestimmt weint der eine oder andere hier auch. Es ist hart, vor allem finanziell. Die Familie eines Kollegen verliert ihr Haus, weil er keine Miete zahlen kann. Und der Sohn von diesem Mann kann dieses Jahr nicht in die Schule, weil das Geld für die Gebühren fehlt. Die Arbeit auf den Weltmeeren war immer hart. Center der Seemannsmission bieten in Häfen kleine Ankerplätze des Glaubens. Nur was nützt das, wenn man nicht an Land kann? Die Schwierigkeit jetzt ist es, die Leute zu erreichen oder für die Leute uns zu erreichen. Normal kann ein Schiff in den Hafen einlaufen. Sie haben wenig Zeit, aber unsere Center sind in Hafennähe, sodass die Matrosen rausgehen können, jemanden über E-Mail erreichen. Hier ist man dann abgeschnitten von allem. 123 Meter Schiffslänge Auslauf. Glücklich, wer noch Beschäftigung findet. Schon mehrfach hieß es, es gibt einen neuen Käufer. Heute wieder. Pfarrer Schmidt macht seine Runde. Doch alle wollen nur eines von ihm wissen, ob es stimmt. Smiles perfect. Sank to the mission. Die Situation von eurem Frachter? About the situation of the vessel? Ich glaube, die Entscheidung soll heute Nachmittag fallen. You have already today it's a decision at the court. Nahrungsmittel bekommen sie von der Singapurer Hafenbehörde. Pfarrer Schmidt hilft ihnen beim Durchhalten. My mind so said you may shape my thoughts. My spirit said you may prompt my prayers. Above all, I give you my Einmal hatten sie drei Tage lang keinen Treibstoff und kein Frischwasser und kochten auf offenem Feuer an Deck Reis. Die Seemänner haben das Warten als Geiseln der Wirtschaftskrise satt. Am frühen Abend kommt dann tatsächlich die frohe Kunde. Die Kala Omaira ist verkauft. Das nächste Mal wird Pfarrer Schmidt die Seeleute von diesem Schiff im Hafen als freie Männer treffen.